Der leichte Weg bringt dich nicht zu deinem Ziel. Das hört man ja ganz schön häufig im Leben. Manchmal hört man auch sowas wie, der schwierige Weg ist der richtige oder. In diesem Video möchte ich diesen Satz einfach mal auf die Liebe münzen und möchte dir erklären, was ich damit meine, warum der leichte Weg nicht der richtige ist und welchen Weg du stattdessen gehen solltest, um endlich wirklich eine erfüllte Partnerschaft zu haben, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, einen Mann zu finden, der wirklich dein Leben bereichert und mit dem du eine Zukunft kreieren kannst. Denn ganz wichtig, in der Liebe ist es auch so, dass dort auch nicht der leichte Weg klappt. Der leichte Weg ist, du sitzt abends auf deinem Sofa, tinderst einfach 10 Minuten, ach nö, ist nichts dabei und dann war es das. Oder du tinderst am Wochenende, triffst dich vielleicht auch mal mit einem Mann, das war es dann für eine lange Zeit. Ein Date hast du vielleicht so alle 3 bis 4 Monate, wirklich Lust hast du darauf auch nicht. Und wirklich mehr als Tinder machen willst du auch nicht. Das ist der leichte Weg. Der leichte Weg ist, du beschäftigst dich gar nicht mit dir. Du beschäftigst dich nicht mit deiner Innenwelt. Du willst gar nicht herausfinden, was eigentlich das wirkliche Problem ist deines Single-Daseins, sondern versuchst es einfach immer nur auf die Außenwelt zu schieben. Ich treffe nicht den richtigen Mann, ich habe irgendwie nur Pech in der Liebe, Männer sind doch eh alle blöd. Das sind dann so Sätze, die ich tatsächlich ganz, ganz häufig in meiner Arbeit als Liebescoach, Podcasterin und auch Autorin höre. Und wichtig ist, dass du aus dieser Haltung rauskommst. Raus aus dieser Opferhaltung, alle Männer sind blöd und ich habe ja eh nur Pech im Leben. Rein in die Haltung, was ist der Weg oder wie ist der Weg, der mich wirklich zu einem erfüllten Liebesglück bringt? Welchen Weg muss ich gehen? Und diesen Weg sollst du letztendlich einschlagen, wenn du ihn herausgefunden hast. Und ganz einfach schon mal für dich. Es ist nicht der Weg, den du gerade gehst, denn sonst wärst du schon längst am Ziel und müsstest auch gar nicht dieses Video jetzt schauen. Wenn deine Taktik bisher geklappt hätte, dann hättest du bereits den Partner, mit dem du deine Zukunft kreierst, an deiner Seite. Dann hättest du bereits einen Partner an deiner Seite, der dir abends nach einem langen Arbeitstag zuhört, mit dem du dich austauschen kannst und wirklich dein Leben teilst. Aber das hast du ja gerade nicht und deswegen musst du einen anderen Weg einschlagen, damit zwangsläufig auch etwas passiert in deinem Leben und Veränderung im Bereich Liebe eintreten darf. Ist genau das gleiche wie im Bereich Gesundheit, im Beruf, wenn du beispielsweise abnehmen willst und du hast irgendwie irgendwas probiert, irgendeine Diät, du merkst, es klappt nicht, dann kannst du ja auch nicht nochmal die Diät machen und nochmal die Diät machen, sondern dann suchst du auch nach anderen Wegen. Und vielleicht kommst du dann irgendwann auf die Idee, wirklich da tief zu gehen und dich damit auseinanderzusetzen, warum habe ich überhaupt Übergewicht oder warum möchte ich überhaupt abnehmen, damit das einfach eine andere Wertigkeit bekommt, anstatt stumpf einfach irgendeine Diät auszuprobieren, die eh nichts bringt. Oder im Beruf, da schlägst du ja auch vielleicht einen anderen Weg ein, arbeitest dich hoch und guckst, welchen Weg du wirklich straight gehen musst, damit du an dein Ziel kommst. Und wenn du merkst, oh, das hat hier jetzt gerade nicht geklappt, dann optimierst du das ja auch und beginnst nicht, die alten Fehler nochmal zu machen auf der Arbeit. Und so ist es in der Liebe auch. Die alten Fehler sind die alten Wege, die alten Muster. Es bringt nichts, am Wochenende einfach nur mal zu gucken, stumpf auf Tinder, wen date ich denn? Und dann einfach mal alle paar Monate, Wochen irgendwann mal ein Date zu vereinbaren. Das bringt nichts. Es bringt auch nichts, mit 5, 6 Männern auf einmal zu schreiben, den Fokus absolut zu verlieren, gar nicht mehr zu wissen, oh, was habe ich denn jetzt eingeschrieben, was schreibe ich jetzt dem anderen? Das ist sehr respektlos. Es ist wichtig, dass du einen Weg findest, der ehrlich ist, der echt ist und dass du wirklich herausfindest, warum hat es bei mir in der Vergangenheit bisher in der Liebe nicht geklappt? Was in mir hat vielleicht noch keine Heilung gefunden? Habe ich überhaupt Platz in meinem Leben für einen Mann? Und habe ich wirklich Lust, mich mit dem Thema Liebe auseinanderzusetzen? Oder möchte ich einfach den leichtesten Weg irgendwie gehen und am besten so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden? Es ist wichtig, dass du Zeit für das Thema Liebe aufbringst. Es müssen nicht jeden Tag zig Stunden sein, aber du solltest dich jeden Tag mit dir auseinandersetzen, um herauszufinden, was wirklich fehlt, um wahre Liebe in dein Leben zu lassen.
die Zeit solltest du dir nehmen. Und die Zeit solltest du nicht verschwenden, indem du wahllos auf Tinder versuchst, irgendwelche Matches zu organisieren, sondern du solltest wirklich versuchen, jemanden face-to-face vielleicht kennenzulernen. Aber erst, wenn du bemerkt hast und weißt, was wirklich in dir vorgeht. Und das ist der schwierige Weg. Der schwierige Weg ist nämlich, sich selber kennenzulernen, herauszufinden, was ist in mir noch nicht geheilt, welche Wege, wie muss ich mich persönlich noch weiterentwickeln, um im Bereich Liebe glücklich zu sein und nicht schon wieder bereits zu scheitern. Wie kann ich herausfinden, wer wirklich zu mir passt und wo finde ich diesen Mann, der wirklich zu mir passt? Das sind die Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, wenn du eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe möchtest. Und nicht wieder nur irgendein Date, was nach ein paar Monaten dann auch wieder vorbei ist. Also ganz wichtig, wenn du im Bereich Liebe wirklich tiefen Erfolg haben willst, dann reicht es nicht einfach nur, die alten Muster zu laufen, es dir so bequem wie möglich zu machen und dich einfach zurückzulehnen und zu hoffen, dass irgendwann mal dann der Moment kommt, wo du Glück haben wirst. Das Glück hast letztendlich du in der Hand, genauso wie in allen anderen Lebensbereichen, wie im Beruf, wie in der Liebe. Da würdest du ja auch, wie im Beruf, Liebe und Gesundheit, denn im Beruf würdest du ja auch nicht sagen, dir ist der Job in den Schoß ausgelegt worden und du musstest nichts dafür tun. Das ist Schwachsinn. Wir alle tun was dafür, dass wir im Job erfolgreich sind. Wir tun alle was dafür, unseren Körper fit zu halten. Wir legen uns nicht einfach nur aufs Sofa und schauen mal zu, was passiert. Und so ist es in der Liebe auch. Du solltest nicht dem Zufall alles überlassen. Du solltest gucken, wie kann ich nicht mehr das in den Zufall alles überlassen, sondern wie kann ich quasi die Instanz sein, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass Liebe in mein Leben treten darf. Also übernimm die Rolle des Zufalls, tausch es aus. Du bist jetzt die Rolle, die letztendlich dafür verantwortlich ist, was in deinem Leben passiert. Und das sollte wirklich so sein. Nicht das Glück oder Pech soll darüber entscheiden, sondern du sollst darüber entscheiden, wann der richtige Partner in dein Leben kommen darf. Also setz dich wirklich mal tief mit dir auseinander und lass das einfach mal auf dich wirken, was ich gerade gesagt habe. Und vielleicht hörst du auch im Inneren deines Herzens sowas wie, ja, irgendwie ist das schon wahr. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch irgendwie ein bisschen angegriffen oder denkst dir so, ja, die hat ja leicht reden, ich bin selber diesen Weg gegangen. Deswegen weiß ich ganz genau, wovon ich rede und ich helfe täglich zahlreichen Frauen dahin zu kommen und habe auch schon hunderten Frauen geholfen, dahin zu kommen. Deswegen habe ich nicht leicht reden, sondern weiß genau, wovon ich rede. Und deswegen sage ich dir das hier auch in diesem Video und deswegen lege ich dir das auch so sehr ans Herz, weil ich letztendlich weiß, was dich dahin führen kann zum richtigen Partner. Also, wenn dein Herz auch nur minimal schreit und sagt, ja, ich glaube, da ist was Wahres dran, dann versuch einfach mal einen anderen Weg, auch wenn er erstmal schwieriger scheint. Obwohl er gar nicht schwieriger ist, er ist einfach nur anders. Ob du jetzt ein paar Stunden mit Fail-Dates oder mit Online-Dating verschwendest oder ein paar Stunden intensiv mal an dir arbeitest, mit dir gemeinsam in dir reinschaust, mit dir arbeitest und schaust, wie kann ich an mein Ziel gelangen, ist, glaube ich, die bessere Variante. Ein neuer Weg, nicht unbedingt ein schwierigerer Weg, aber ein besserer Weg für dich, weil er letztendlich zum Ziel führt. Lass dir das einfach von jemandem sagen, der täglich mit Frauen zu tun hat, der selber den Weg gegangen ist und du wirst sehen, es wird dein Leben verändern. Denn Liebe ist echt, Liebe gibt es und auch Liebe für dich ist genügend da, wenn du bereit bist, einen anderen Weg einzuschlagen. Natürlich kann es sein, dass du sagst, okay, will ich machen, weiß jetzt aber gar nicht genau, wie ich anfangen soll, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden und ich helfe dir auch nochmal weiter. Einfach in der Beschreibung hier unten bei YouTube schauen und dann kannst du mit mir Kontakt aufnehmen. Aber ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei diesem Weg. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du sehr gerne den Kanal abonnieren. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Deine Simone.